Nach dem Japan Grand Prix geht es ab nach Mexiko und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Mexiko Grand Prix. Die Streckendetails. Am 27. Oktober beginnt die 20. Ausgabe des Mexiko Grand Prix in Mexico City. Die Höhenlage ist mit 2285 Meter die höchste im gesamten Kalender. Von 1963 bis 1970 und von 1986 bis 1992 fand der Mexiko Grand Prix in Mexico City statt. 2015 feierte die Rennstrecke dort ihr Comeback. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 16 Kurven, 7 Linkskurven und 9 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 890 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man dreimal im achten Gang. Insgesamt 52 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 3692 im Rennen, also deutlich mehr als beim vergangenen Grand Prix in Japan vor zwei Wochen. Die Boxengasse hat eine Länge von 378 Meter und dort wird höchstens 80 km/h gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase liegt bei 100%, der Vollgasanteil liegt bei 39%. In den bisher 19 Ausgaben des Mexiko Grand Prix gewann 9-mal der Pole-Setter, was einer Quote von 47,4% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als mittel. Gefahren wird 71 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 305,584 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 4304 Meter. Die zwei DRS-Zonen sind auf der Start-Ziel-Geraden bis Kurve 1 und zwischen den Kurven 3 und 4. In diesem Jahr kommt nach Kurve 11 noch eine weitere DRS-Zone dazu. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Ultrasoft-Supersoft-Supersoft-Strategie von Max Verstappen. Schnellster Pilot im Feld war Esteban Ocon mit 364,9 km/h. Die schnellste Rennrunde ging an Valtteri Bottas mit einer 1:18.741 gefahrenen Runde 65. Die Führungsabschnitte könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. Schnellster Boxenstopp war der von Sebastian Vettel, seine Zeit war eine 21,777 in Runde 47, seine Standzeit war eine 2,15, was auch gleichzeitig die schnellste Standzeit des Rennens war. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 186,039 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1:18.741, gefahren von Valtteri Bottas aus dem Jahre 2018 mit seinem Mercedes W09. Der Rundenrekord in der Qualifikation vor Daniel Ricciardo 2018 mit einer 1:14.759 mit seinem Red Bull RB14. In Mexiko werden die Mischungen C2 der harte Reifen, C3 der Medium und C4 der Softer Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Hypersoft, Ultrasoft und Supersoft gefahren. Wichtig ist zum Setup. Die Motoren werden sehr hart belastet, da die Kühlung und die dünne Luft zwei wichtige Faktoren spielen. Aufgrund von drei harten Bremszonen vor Kurve 1, 4 und 12 gehen die Bremsscheiben an ihr Limit. Eine Runde in Mexiko. Kurven 1 bis 3. Der Fahrer kommt mit extrem hoher Geschwindigkeit angeschossen, bremst hart und muss den Kurvenscheitel optimal treffen. Gerade nach Kurve 3 ist der Ausgang sehr wichtig. Kurven 4 bis 6. Fast das gleiche Szenario wie eben. Hart anbremsen, präzise einlenken, nicht die Strecke verlassen und optimal wieder auf die Gerade nach Kurve 6 herausbeschleunigen. Kurven 7 bis 11. Dieser Abschnitt erinnert an die S's in Großbritannien. Wichtig ist hier, dass man nicht abkürzt oder die Strecke verlässt. Kurven 12 bis 17. Hart anbremsen, präzise einlenken, auf die Curbs achten und aus der letzten Kurve so viel Schwung wie möglich für eine weitere Runde mitnehmen. Das war eine Runde in Mexiko. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse in Mexiko. 1990. Ein spektakuläres Überholmanöver. Nigel Mansell im Ferrari zieht außen in der langen Peraltada-Zielkurve an Gerhard Berger im McLaren Honda vorbei. 1991. Ayrton Senna verlor in der Peraltada-Kurve die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in den Reifenstapel. Der McLaren Honda überschlug sich, doch Senna konnte sich alleine aus dem Boliden befreien. 2015. In Kurve 5 kam es zu einer Kollision zwischen Valtteri Bottas im Williams und Kimi Räikkönen im Ferrari. Der Ferrari-Pilot zog nach innen,
Bottas Vorderreifen blieben stehen und die rechte Hinterradaufhängung des SF15T brach. Bottas blieb unbeschädigt und die Rennleitung sprach keine Strafe aus. 2016. Gegen Ende des Rennens kürzte Max Verstappen die Kurven 1 und 2 nach einem Verbremser ab und Sebastian Vettel wollte, dass er ihn vorbeilässt, was nicht passierte. Rennleiter Charlie Whiting bekam über Funk am Ende des Rennens von Sebastian Vettel die Worte fuck off zu hören. In der vorletzten Runde kam es in Kurve 4 zu einem harten Manöver zwischen Vettel und Ricciardo. Erst wurde Verstappen mit 5 Sekunden wegen Abkürzen bestraft und später erwischte es Vettel für Moving Under Braking gegen den Australier. Er bekam 10 Strafsekunden, Ricciardo war sozusagen der lachende Dritte, Verstappen kam auf die 4 und Vettel auf die 5. 2017. Nach dem Start kam es in Kurve 2 zu einem Kontakt zwischen Vettel und Verstappen, wobei der Frontflügel des vierfachen Weltmeisters beschädigt wurde. Nur wenige Sekunden später ruinierte sich der Heppenheimer den Flügel noch mehr, indem er gegen den rechten Hinterreifen von Hamilton fuhr, der dadurch einen Plattfuß bekam. Am Ende des Rennens wurde Hamilton als 9. gewertet und wurde zum 4. Mal Weltmeister. Die bisherigen Sieger des Mexiko Grand Prix. Die Liste befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder heute Abend ab 21 Uhr wieder auf Twitch zu ein paar Community-Runden. Bis dahin, ciao.